Hallo und herzlich willkommen, ihr Seeräuber, zu Here We Go Again, heißt diese Folge, hat der PetLab gerade beschlossen. Wir starten neu und der PetLab stellt sich gerade vor. Schönen guten Tag, hier sind wir wieder und fangen ganz von vorne an. Juhu. Genau. Ach Gott, und wir sind direkte Nachbarn, so wie es aussieht. Ja. So, erstmal hier ausladen. So, in Britzelwitsch. Also, das werde ich mal übersetzen für die, die nicht so gut Englisch können wie ich. Brezelbude. Also, das ist die wunderliche Siedlung Brezelbude. Ich habe hier einen Fluss, der mitten durchgeht. Das ist ein bisschen störend. Ich habe hier einen, ein Fluss ist gar kein Ausdruck. So, was haben wir denn hier auf unserer Brezelbude? Kartoffeln, Mais, Salpeter, Hier hätten wir... Hopfen, du hast eine Insel mit Hopfen gefunden? Hab ich das? Hm. Aber die ist mir hier ehrlich gesagt noch zu klein. Ich hätte gerne eine größere Insel. So, dann werde ich hier mal anfangen, auf der Brezelbude etwas zu brezeln. Brezel dir ein. Genau so machen wir das. Wir werden da, werden wir hinbauen, da ist das. Das heißt, wir werden von Anfang an eher dahin gehen. Und diese Insel, oh, diese Insel ist schön. Groß. Nee, felsig. Eigentlich überhaupt nicht groß. Nee, eigentlich nicht so toll. Ist wie immer mit meinen Inseln. Bereit für neue Befehle. Wir haben was zu meckern, gibt's halt immer. Ne? Ich kann mich halt immer nicht entscheiden. Oh, du hast da eine tolle Insel gefunden. Die ist ja groß. Und flach. Das sieht auf der Karte nicht so groß aus. Und flach. Ah gut, auch durchschnitten von Flüssen. Ja, die ist eigentlich sehr schlauchig, also... So, ganz von vorne beginnen wir. Alles können wir besser machen. Ob wir das auch tun werden? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. So, Bauernhäuser. Sie haben ein neues Zwischenziel. Ja, ich bin ein Bauerndorf geworden. Ah, und schon habe ich das erste falsch gesetzt. Och, das gibt's nicht. Schiff schon unter Beschuss. Du hast den Enhalo gefunden. Die ist Gott sei Dank hinten in der Ecke. Da kann sie auch gerne bleiben. So, und ich werde erstmal gleich Holz bauen. Ja, das werden wir hier drüben machen. Hey. Lagerhaus und das ist die Grenze. Das ist die Grenze, genau. Diese Wunder von nah und fern sind für die Augen anspruchsvoll.
Zustand gespeichert. Flaggschiff erwartet Anweisungen. So, da kommen fehlende Waren, die kommen da an. Die ersten Bauern zieht ein und ich kann Fische bauen. Also, Fische bauen klingt jetzt ein bisschen blöd vielleicht, wenn man das so sagt, aber... Das sind halt gezüchtete Fische. So, da weiß ich jetzt schon, das wird nicht reichen. Tja, und damit war mein Holz dann ganz schnell auch alle. Aber gut, wir produzieren ja schon. Ui, du hast aber echt schöne Inseln da. Die ist recht groß. Ich glaube, ich werde diese Insel hier nehmen. Zwischenziel erreicht. Ich bin ein Dorf, ich bin ein Dorf, ich bin ein Möter. So. Meine Bilanz ist natürlich ordentlich im Minus, klar. Das ist am Anfang aber normal. Aber ich habe schon mal meine ersten Leute, die wollen jetzt natürlich möglichst schnell Arbeitskleidung haben. Auch klar. Da wissen wir ja, wie das geht mit der Arbeitskleidung. Ja, im Grunde genommen wissen wir alles. Na, alles noch nicht. Aber viel. Zumindest im Anfangsstadium. Richtig. Und wir hoffen, dass wir diesmal mit unseren Mitbewohnern glücklicher werden. Ich bitte Ihnen meine bescheidenen Dienste. Ah. Bin zuversichtlich, dass wo ist er denn? Die prekäre Lage bald schon ändert. Ernsthaft da hinten? Ach du Scheiße. Das ist natürlich wenig schön. Weil es ist sehr weit weg. Und was war das hier? Das war da Makahina. Ja, gut. Das ist wirklich sehr, sehr weit weg. Das ist ein bisschen sehr schade. Aber okay. Mist, das passt da nicht rein.
Hallo. Mhm. Spielstand gespeichert. Tja, so fangen wir von vorne an und gehen den Weg allen Holzes. Ist das nicht schön, ganz von vorne anzufangen? Ich finde das jetzt nicht schlimm, muss ich sagen. Ich finde das, ich weiß nicht, diesmal, ich werde langsamer spielen, ich werde langsamer aufbauen, ich werde enger zusammenbauen. Ich habe das letzte Mal furchtbar weit auseinandergezogen gehabt, alles und so weiter. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Außer, dass mir massenweise an Bauern fehlen. Aber gut, ich habe auch noch nicht allzu viele Häuser gebaut gehabt. Und ich habe eine Straßen kann man nicht verschieben. Nee, die kann man nur abreißen. Das ist doof. So, dann kommen da auch noch Häuser hin. Ja, es ist nicht ganz perfekt geworden, aber kann ich jetzt nicht ändern. So. Ich bin Heshuo, Prinzessin Xing. Hallo. Mein Vater und meine Mutter sanken mich als Botschafterin. Genau, das war mein Witz. Ja, Entschuldigung. Und wo hast du dir eine zweite Insel gesucht? Noch gar nicht? Noch gar nicht. Ich fahre erstmal rum und erkunde alles Mögliche. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Irgendwie klingt das gefährlich, die Musik. Willy Wibblesock. Ah. Zu Geld bekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Wir haben die Jungfrau zum Kinde gefunden. Magst. Nein, ich möchte gerne Herr Wibblesock zu dir sagen, nicht Willy. Und ihr wisst, was das auf Deutsch heißt. Wibblesock heißt Würgesocke. Und so ist er dann auch. Das ist Mr. Würgesocke. So, ich brauche jede Menge Bauern. Jede Menge Bauern. Erstmal Arbeitskleidung. Richtig, da bin ich jetzt auch gerade dabei. Arbeitskleidung und Fisch. Viech. 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 Es gab Viech zu Mittag. Oh je, jetzt wird es aber auch Zeit, dass ich langsam was produziere, weil jetzt geht meine Bilanz richtig runter. Aber mir fehlen halt immer noch Bauern. Für alles. Deshalb kann ich auch gerade nicht so produzieren. Aber ich bin dran. Ach, die große Insel ist Willy Würgesocke, ja. Hallo, alte Socke. Was? Und, wenn man bei dem aufs Kontor klickt, sagt er, hallo, alte Socke. Willy Würgesocke. Ich bin darauf, dass ich jeden verhafte, der die königliche Ordnung... Aha, Mr. Eddie Blackwolf. Aha, da ist er, okay. Na, dann fahren wir ja gleich aneinander vorbei. Ja, ich auch. Ich brauche den jetzt mal zu Hause. So, da können wir wieder zwei Bauern hinbauen. Ah. Das Lagerhaus ist das Wichtigste. Da muss ich jetzt warten. Da müssen die Bauern warten. Wenn ich kein Lagerhaus habe, funktioniert das nicht. Dann wird ja auch... Die Inseln sind aber auch so ganz schlecht verteilt. Die Inseln? Na, es geht. Hast du schon drei Inseln eingenommen? Nein, eine. Hä? Du hast drei.
drei Inseln genommen. Nein, wie denn? Wie sollte ich das bitte machen anhand der Vorräte? Du bist doch grün. Ich bin grün, ja. Ja, du hast eine Insel oben im Norden. Ich habe einmal die... von oben links gespeichert. Richtig, die Roskov. Und rechts unten neben mir? Na, rechts unten, das ist ja meine Hauptinsel, die Britzelbude. Und links von mir? Das bin ich nicht. Ach ja, das sah so grün aus, das ist blau. Ich weiß, ja, ich weiß, ich habe auch schon geguckt, aber das bin ich nicht. Na, wie sollte ich eine dritte Insel? Haha, womit denn? Wo? Ich habe ja hier eine Insel mit Paprika und Hopfen, aber die ist sowas von weit weg. Ja, ich habe auch eine mit Paprika und Hopfen da oben, die habe ich mir halt gleich gesichert, weil ich weiß, dass man die braucht. Schön, toll. Ja, aber... Also es gibt zum Beispiel noch eine, die ist überhaupt nicht weit weg. Und zwar unter mir direkt. Guck mal. Die hat auch Paprika, Hopfen und Trauben. Das kleine Ding? Die ist doch nicht klein, die ist genauso groß wie meine Insel, meine Hauptinsel oder deine. Ich finde sie ein bisschen klein, aber ich nehme sie jetzt trotzdem. Oder da, wo du dran bist gerade. Ja, aber die hat halt kein Paprika. Ne, ist richtig. Ganz unten gibt es auch noch Paprika. Also, ich habe halt keine mit Trauben. Deshalb, sonst hätte ich mir die genommen. Ich brauche unbedingt eine mit Trauben, sonst werde ich mir die andere daneben holen müssen. Weil später Trauben zu kriegen ist ganz schwierig, habe ich festgestellt. Es gibt ja noch die neue Welt, da war ich ja auch noch nie, da habe ich überhaupt keine Ahnung, was es da so gibt. Da musst du im Übrigen mit einer Expedition hin. Da kommst du so gar nicht hin. So, Fischsteig, Kleidungsteig. Okay, das heißt, als nächstes ist eigentlich Schnaps angesagt. Schnaps, das war sein letztes Wort. Also, welche Insel willst du dir jetzt nehmen? Kurz. Naja, die jetzt unter mir da, also die Kleine da, nur Paprika und Hopfen drin ist, auch wenn die mir nicht so gefällt optisch, aber... Paprika, Hopfen und Trauben meinst du? Ach nee, du meinst die mit Leder. Den Fellen. Ah, da ist Leder. Das ist ja auch nicht schlecht. Die meinst du ja. Ja, die. Ja, ja. Die nehmen. Okay. Dann schnappst du mir die auch noch weg. Dann habe ich ja gar nichts hier. Naja, ich würde dann die schräg von der unten nehmen, weil ich brauche was mit Trauben. Okay, dann würde ich dahin mal fahren. Das ist ja doof. Braucht man für ein Kontor Kanonen gebrauchen? Was für ein Ding? Kanonen braucht man für ein Kontorbau nicht, oder? Nee. Nur Stahl und Holz. Ja, und Brezelbude ist ein Feuer ausgebrochen. Ich habe natürlich noch keine Feuerwehr. Was du sagst. Ja, danke. So, kann sie Gott sei Dank bauen, aber es dauert natürlich ein bisschen. Dann werde ich daneben erstmal kein Haus bauen. Weil das würde ja sonst gleich brennen. Aus brennen schon zwei Häuser. Wir brauchen mehr Ernte. Okay, du fährst dahin. Ich hole die dann das schräg da drunter. Das eine heißt, Roskov ist ja auch ein blöder Name. Wie heißen die Dinger denn eigentlich immer, die man auf dem Markt... Ach Mist, die mit der Frischkäsefüllung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, was du meinst. Die man hier auf dem Markt zu kaufen kriegt, die ich nicht essen darf. Brioche? Nee, Lauchotte? Nee,
na, die mit der Frischkäse, wo Frischkäse und sowas drauf ist. Wie so ein Handbrot. Langosch, meinst du? Langosch. Oh Gott, wenn ich jetzt wüsste, wie man das schreibt. So wie man spricht, ne? L-A-N-G-O-S. Langos. Gut, dann ist meine... Dann habe ich jetzt die Brezelbude, Langwurgos. Dann wird das da unten wahrscheinlich Zuckerwatte oder sowas. Okay, die Freiwillige Feuerwehr ist im Einsatz. Und ich kann endlich die nächsten benötigten Bauern bauen. Gott, ich brauche noch 4 Stück. Da muss ich den jetzt doch freigeben. Na komm. Oh, es gibt eine Aufgabe, eine Einwohneraufgabe. Ach Gott, das ist wieder Wimmelbild. Jeden Tag eine gute Tat? Okay, Viehzeug. Wildtiere. Wildtiere sollen da unten sein. Ah, da. Okay. Das war eine Kuh. Das war eine Kuh. Und ihre Hennen haben vor einer Kuh Angst und deshalb legen sie keine Eier mehr. Ist klar. Was für bekloppte Kühe hat, Enten hat die denn? So, ich glaube, wenn die jetzt langsam einziehen. Das Gras auf der anderen Seite sieht grüner aus. Okay, die sind unzufrieden. Ah, die wollen eine Gaststätte, ein Wirtshaus haben. Das Wirtshaus im Spessart. Jetzt noch mit Forsthaus Falkenau anfängst. Dann. Das setze ich mal dahin. Aber das wird ein bisschen dauern, bis ich das bauen kann. Aber ich bin im Plus, was meine Arbeiter angeht. Jetzt geht's hier endlich voran. So. Wie heißt deine Insel? Unbesiedelte Insel? Oh. Starfester. Okay. Ich muss den Namen, weil ich bin da nicht so originell. Ernsthaft? Ich hab doch Holz. Oh, ich hatte nicht genügend Holz. Oh, shit. Jetzt muss ich nochmal zurückfahren. Hoffentlich ist sie dann noch da. Sind unterwegs. Na, das ist ja ärgerlich. Ich dachte, das würde reichen. Mist! Jetzt muss er den ganzen Weg wieder zurück. Der ist sowieso recht gefährlich, der Weg. Ach so, weil du da bei der Dings Ja. Ich überlege mir, ob ich eine andere nehme. Aber so viel gibt es nicht mehr und es gibt vor allem keine mehr mit Trauben, so wie es aussieht. Nee, dann muss ich mir die holen. Hilft nichts. So, die wollen eine Wirtschaft. Hallo, eine Wirtschaft. Und ich hoffe, dann seid ihr zufrieden, ne? Ja. Jetzt wollen sie natürlich Schnaps, ist klar. What else is new? Aber den Schnaps brauche ich auch, damit mehr Leute einziehen. Bingo. Also, gehen die Kartoffelinseln los. Quatsch, die Kartoffelfelder. Die könnte ich eigentlich schon hier hinbauen. Ja.
Zustand gespeichert. Dann bauen wir die dorthin. Das ist die erste Kartoffel. Na, die alte Kartoffel? Was denn? Mir ist warm. Ah, warte ab, das wird noch viel wärmer. So. ...61 von 72, das reicht also nicht. Schnappes. Ja, ja, genau. So. So, Schnapsbrennereien, da sollte man direkt eine Feuerwehr daneben setzen, hat mir mein kluger Mann gesagt. Das ist wohl richtig. Dann setzen wir direkt dort eine Feuerwehr daneben. Und dann kommen da noch zwei Schnapsbrennereien. Und ein Lagerhaus. Und dann brauche ich schon wieder so viel mehr Bauern. Ja, das geht schnell. So. Oh, mein Schiff ist zurück. Mein Schiff ist zurück. 8. Oh Gott, das reicht gar nicht. Das reicht gar nicht. 10. Okay, das dürfte reichen jetzt. Flaggschiff steht zu Diensten. Na dann fahren wir mal schnell wieder dahin. Und hoffen, dass die Insel noch da ist. Oh je, jetzt geht meine Bilanz aber richtig in den Keller. Hm? Wieso? Naja, weil ich jetzt halt Schnaps gebaut habe und so weiter. Ach so, ja, okay. Na. Okay. Jetzt werde ich mal ein paar Bauern anzüchten. Ich werde sie jetzt anzünden. Ja, ich habe ja jetzt zwei Feuerwehren, da kann ich sie jetzt auch anzünden. Da brauche ich 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 16, 28 Holz brauche ich dafür. Okay. Ich gebe den Schnaps gleich mal frei, damit sie heftiger sind. Ja, das geht ja hier am Anfang noch. Ne? Einfach mal schön besaufen und dann sieht die Welt auch viel besser aus. Was kommt denn dann als nächstes? Fische ist voll. Okay, Bretter. Ah, klar. Reicht noch nicht. Werde ich noch mehr bauen müssen. Arbeitskleidung ist rappelvoll. Das ist sehr gut. Die brauche ich dann nämlich auch auf den anderen Inseln. Das heißt, ich werde mich jetzt noch um weitere Bäume kümmern müssen. Aber höchstens noch einen. Spiel
Zielstand gespeichert. Okay. Gut. 10, dann lassen wir schon mal ein paar Bauern einziehen. Kann natürlich dann sein, dass dann wieder der Fisch nicht reicht oder was auch immer. Irgendwas ist ja immer. Viech. Aber bisher sieht's gut aus. Die hätten gern ein Wirtshaus. Das Wirtshaus reicht nicht bis hier unten. Ernsthaft. Ihr seid aber echt nie zufrieden, ne? Immer habt ihr was zu nörgeln. Na, wir wollen Fisch, nein, wir wollen Kleidung, wir wollen uns besaufen, wir wollen es nicht im Stehen tun. Wir wollen es nicht im Stehen tun. Nee, deshalb brauchen sie ein Wirtshaus. Ja, schon klar. Ne? Also echt, das ist immer, das ist, als ob man verheiratet ist. Du musst es ja wissen. Ja, ich muss es ja wissen, genau so ist es. So. Oh, die erste Zeitung. Nicht nur die erste Zeitung, sondern die erste Zeitung sagt auch gleich, dass die erste Folge vorbei ist. Ich warte nur noch darauf, bis mein Schiff dort in der Insel ist und ich es quasi... Sir Archibald Blade hat einen Handel in Brezelbude abgeschlossen. Okay. Was habe ich denn verkauft? Ach, das sieht man ja leider nicht. Ich habe doch nichts zu verkaufen. Ich habe auch gar nichts angegeben. Fisch könnte ich verkaufen, damit bin ich reichlich voll. Aber da warten wir jetzt erstmal, bis die anderen Bauern einziehen. Und da kommt mein Schiff in den Hafen. Die Warenlager sind schon wieder überfordert. Oh. Okay. Gut. Ja, das ist etwas doof jetzt. Was denn? Wenn du etwas suchst, kann ich dir helfen, es zu finden. Die sind alle so weit weg. Es liegt nicht an mir, ihre Verbrechen zu kennen. Es gibt überhaupt keine Waren im Angebot. Oh, sagen Sie nicht, dass ich einen Termin verpasst habe. Na toll. Es mangelt an Arbeitskraft. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ich weiß. Wir wären dann soweit. Oh, und da kommt meine erste Zeitung. Ah, das ist alles noch nicht so schön. Aber so ist das. Gut, gucken wir uns noch schnell die erste Zeitung an. Das sieht nicht gut aus. Ganz ähnliches in meiner unserer Zeitung drucken. Ja, das sieht besser aus. Ich kann nicht glauben, wie es trägt Ihre Handschrift. Es trägt meine Handschrift, ja. Es ist voller alternativer Fakten. Genau. Und Xing findet das nicht gut und ist gleich beleidigt. Konkurrenten haben ein Handelsabkommen geschlossen. Siehst du, bei dir ist sie besser. Die steht total auf Ehrlichkeit. Ja. Ich bin ein Schriftsteller. Gut, wir schließen die Pforten, sagen Danke für die Begleitung unseres Wiedereinstiegs. Ja, genau. Es geht alles von vorne los und es wird alles viel schöner und besser. Seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn das wunderliche Dorf Brezelbude wächst und gedeiht. Und meins heißt Schieß ins Meer. Bitte? Schieß de Meer. Warte. Skirsch, glaub ich. Schieß de Meer, ne? Schieß de Meer. Und wie heißt das andere? Nee, du schießt mehr. Du, schießt du musst aber aus... Mehr, du schießt mehr. Du musst aus Darwester musst du noch einen Gildenkölsch oder einen Frühkölsch machen oder sowas in der Richtung. Gildenkölsch. Ne? Okay, ihr Lieben. Wir packen zusammen. Sagen bye bye und bis bald. Macht's gut. Bye bye. Schießt ins Meer, also.